Willkommen zum Einführungsvideo zur WLAN-Mini-Kamera. Wird diese eingeschaltet, baut sie ein eigenes WLAN-Netzwerk auf, in das man sich per PC, Tablet oder Smartphone einloggen kann. Am PC hat man dann die hier zu sehende Software zur Verfügung. Zunächst einmal gibt man die Zugangsdaten der Kamera ein, dann ermöglicht ein Klick auf Play die Live-Ansicht. Mit der Funktion Advanced Settings öffnet sich ein Browserfenster zu den administrativen Einstellungen. So kann man zum Beispiel die Minikamera mit einem bestehenden Netzwerk verbinden, sodass auch der Zugriff auf die Kamera via Internet möglich wird. Weitere Sicherheitseinstellungen wie eine Filterung des Zugriffs nach MAC-Adresse sind möglich. Um bisherige Aufnahmen anzusehen, die auf der Speicherkarte angefertigt wurden, klickt man einfach auf Remote File. Es erscheint eine Auflistung von Fotos und Videos. Weitere Einstellungen zur Kamera finden sich unter dem Punkt Remote Control. Dort kann man zum Beispiel die bewegungsaktivierte Aufnahme einschalten, die Auflösung ändern oder manuell Videos und Fotos aufnehmen. Hier zwei Beispiele, wie das Videobild der Kamera aussieht. Die Kamera wird dabei in der Hand gehalten, daher ist das Bild etwas unruhiger, als wenn man die Kamera später fest aufgestellt hat. Zum Abschluss wird noch die iPad-App gezeigt, stellvertretend für alle Android- und iOS-Geräte. Mit der App ist sowohl die Live-Ansicht als auch die Fotoaufnahme direkt am Gerät möglich. Für weitere Informationen klicken Sie auf den Link unter dem Video oder besuchen Sie uns auf www.alarm.de.